Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic E2 mit Returning 2.0. So, pass auf. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich werde das jetzt, pass auf, jetzt kommt eine extra Nummer. Das wird vielleicht dem einen oder anderen nicht schmecken, aber ich habe keinen. Ich habe gerade offscreen das Ding da niedergelegt. So, ich habe einen Speicherplatz, wo ich das Ding besiegt habe. So, wenn die unlautere Mittel einsetzen können, kann ich das auch. So, ich werde aber dennoch natürlich versuchen, das Ding hier noch ein paar Mal jetzt so zu kriegen. Also weiterkommen wir auf jeden Fall, auch wenn ich ja hier mir zugestehen muss, dass mir das Ding wirklich zu sehr auf die Eier geht. So, okay. So, wir werden unser Bestes jetzt tun. So, okay. Nein. Das ist das Falsche. So, speichern wir uns nochmal ab hier, dass ich jetzt die richtige Waffe angelegt habe. So, 5-5-1. So, wir wollen ja hier das richtig machen. Aber das ist halt problematisch. Ein Golem, bei dem man noch nicht mal den Schlag kommen sieht. Das ist das Nächste. Beim Golem, einen Golem zu bekämpfen. Der Trick bei einem Golem ist, dem Golem in den Schlag zu hauen. Wenn der zuschlägt, schlägt man auch zu. Trifft den, der wird verletzt. Das ist bei Gothic der Trick, um den Golem zu bekämpfen, ohne bestenfalls Schaden zu nehmen oder weggeschleudert zu werden. So, wir haben gerade in der letzten Folge gesehen, dass dieser Golem den Schlag auch ausführt, ohne uns hier, ohne die Bewegung. So, die kommen einfach so, die Schläge, und wir fliegen hier wieder quer durch die Karte. Das sind so Sachen, die mich bei Returning, die mich ankotzen, dass die Viecher auch noch, ich weiß nicht, ob das wirklich so Absicht ist oder ob die einfach nur buggy sind, weil das normale Monster sind hier, nur extrem stärker gemacht. So. Ja, hier. Genau das meine ich. Was habe ich gerade gesagt? Wovon rede ich gerade? Das ist... Oh. Also das ist eine Sache hier. Ich habe mich ja schon über viele Dinger hier aufgeregt. Aber das Ding hier ist Wahnsinn. Deswegen habe ich, wie gesagt, hier einen Speicherplatz zurechtgelegt. Hier einen Alternativplan hier. Ist beschissen, aber... Ich habe für sowas heute nicht den Nerv. Das Problem ist aber, ich muss die Folgen auch jetzt aufnehmen. So. Ich würde mal sagen, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Oder? Nee, pass auf hier. Das ist doch gequirlte Affenkrütze. An dem vorbeirennen? Ja, gut und schön. Mal probieren wir gleich nochmal. Aber wie gesagt, wenn das dem zu bunt wird hier, den Viechern, dann packen die aus hier und dann ist vorbei. Ja. Dass es keine Möglichkeit gibt, den hier irgendwo festzusetzen oder sowas. Dass der sich nicht bewegen kann. Eiswelle, darf ich wieder nicht machen. Weil das wieder nur die Wassermagier dürfen und so. Also weil das, ne. Ich hätte ja auch gesagt, ich beschwöre einen Feuer-Golem. Golem gegen Golem. Aber ich darf ja hier nichts beschwören. So, warte mal. So, jetzt bin ich wieder hier hochgelaufen. So.
Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Das ist wirklich eine Nervenprobe hier, Ritürn, wirklich. Das ist eine Nervenprobe Probe sondergleichen, ja. Ja. Was haben wir noch für Zauber hier? Können wir irgendwelche Zauber anwenden? Das bringt auch nichts. Auf die Nähe, der dort oben steht, brauchen wir keine Zauber anwenden. Wir können es ja mal hier, warte mal, mal mit Angst versuchen. Vielleicht können wir denen Angst versetzen, dass der ängstlich davonrennt. So, das glaube ich aber nicht. Feuerregen? Pff, was will ich mit dem Feuerregen beim Feuergolem? So. So, pass auf. Wir machen mal. Natürlich passiert da nichts. Was denn sonst? So. So, wenn wir jetzt sowas versuchen wie Feuerkäfig, entweder bringt's nichts oder wir sterben selber, weil der uns noch nicht angegriffen hat. So, den können wir noch nicht mal anvisieren in den Kauf. Natürlich passiert da nichts. So. Das ist, wenn wir den hier. Können wir mal direkt versuchen hier Feuer gegen Feuer, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeinen Sinn macht. Wir können auch die Klaue Belia mal wirklich probieren. Die haben wir jetzt ausgeschalten. Wir haben jetzt, wir schalten die Klaue Belia nochmal ein. Und ich glaube nicht, dass das irgendeinen Sinn macht. So. Kriege ich wieder Beschwerde wegen Urheberrechts, weil Verletzung, weil die Modder hier die Musik hier irgendwo rausgeklaut haben. Wo, ja, okay. Wieder gut? Ja, ja. Bug using better than bescheißen. So, ja, okay, so geht's natürlich auch. So. Das sind Zufallssachen hier mit dem mit Bug using. So, okay. Ja, jetzt müssen wir den hier irgendwie aus. Warte. Wir haben Herz von Fiaras. No. Ja. Ja, ich war wirklich bereit hier zu bescheißen, wenn es wirklich gar nicht geht. Also wirklich. Ja, hier von dem anderen Felsen hier rüber festzubacken. Aber ihr habt ja gesehen, der ist ja ziemlich oft dann auch hier runtergesegelt. Ja. Also das sind Zufallswerte hier mit dem Festbacken. Wirklich. So, aber ihr den ausgerechnet hier oben hinzustellen, aber ich könnte mich hier, komm, ich habe mich jetzt genug ausgelassen, das noch im relativ ruhigen Maß für meine Verhältnisse, aber ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. So, mal gespannt, der nächste Gegner, der vierte Bossgegner, wir hatten jetzt, naja, eigentlich ist es der fünfte. Wir hatten erst den Friedhofswärter. Wir hatten die beiden, ja, Sonne und Mond. Sind ja eigentlich zwei. Dann hatten wir diesen Geister. Das ist der vierte. Das müsste ja eigentlich der fünfte sogar schon gewesen sein. So. Ja, okay. Wir haben jetzt, wie lange haben wir auf dem Tacho? 10 Minuten. Okay. Gut. Dann machen wir mal weiter. Guck mal hier. Jo.
Dankeschön. Oh, können wir jetzt rüberspringen? Ich probier's einfach mal. Jo. Eieieiei, das stinkt doch hier schon wieder. So, Kollegen. So, wer bist du denn hier? Ach, du bist das. Du hast es geschafft. Ach, was? Was ist das für ein Ort? Es erinnert an einen Droidenkreis. Ich spüre seine starke Aura. Wir sollten weitergehen, der Tempel ist nicht mehr weit. Vielleicht sollten wir uns hier noch etwas umsehen. Was für dich will? Das ist doch nur verschwendete Zeit. Genau so sieht's nämlich aus. So, Kollege. Kamerad, Schnürschuh. So, was ist das denn hier? So, keine Ahnung. So, gut, sehen wir uns ein bisschen um hier. Von mir aus. No, ist auf jeden Fall entspannter, als hier gegen Feuergolems zu kämpfen. So, was haben wir hier? So, wir sollen uns dort unten umsehen, sagt er. So, hier geht's auf jeden Fall hoch. In welcher Zeit leben wir eigentlich, sagt mal. So, 18:33 Uhr. So, mehr Folgen werde ich heute nicht aufnehmen. Das ist jetzt die zweite. So. Was? Wurzel der Zerstörung. Was ist das denn? Wow, wow. Hä? Schattenhund? Muss ich den umbringen? Ja, mach aber nicht so. Nee! Du schlägst da auf mich ein! Ich dachte, das ist meiner hier, der mir hilft. Durch hier. Komm her, du Sau. Kann sich auch mal nützlich machen, der Kerl. Kann ich vielleicht zwischenspeichern irgendwo? Wenn wir weit genug von dem wegrennen. Ja. So, da haben wir die Köter wenigstens nicht mehr am Hals. Es sei denn, der spawnt natürlich wieder neue. Also, würde mich nicht wundern. So. Jetzt müssen wir den hier irgendwie. Wo ist er? Wo ist der Sack? Hä? Wo ist der Saubazzi? So, die konnten wir irgendwie gerade nicht verletzen, warum auch immer. So, ich sollte erstmal Mana trinken, bevor ich den hier angreife und dann wieder nichts habe. So, Und den hier festpacken. Scheiße. Den sollten wir eigentlich schaffen können.
Wenn das sich jetzt nicht wieder hochpowert irgendwie. Na komm schon. Ein noch. Natürlich. Was ist denn das? Jedes Mal bei einem letzten Mana-Schlag hat er keine Mana mehr, der Kerl. Alter, der braucht noch einen Treffer und das ist der Schlimmste. Mein Gott, nochmal. Was? Samen der Zerstörung? Ja. So, Schattenhund. Ja. Wie gesagt, der war jetzt zu machen. So, ich weiß nicht, ob das auch ein Bossgegner jetzt sein sollte. Keine Ahnung, dafür hat er ein bisschen wenig Power gehabt. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt mehr Power hatte, als die Köter noch da waren. So, wir speichern das erstmal ab hier. So, Kollegen. So, Isil. So, haben wir noch was hier? So, das Ding hatten wir gedrückt. So, ich wette, hier ist wieder an jedem dieser Dinger hier so ein Ding dran und... So den Schalter dreimal oder so. Wurzel des Schattens. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das Ganze müssen wir jetzt dreimal wieder machen, oder? Speichern das mal zwischen. So. Genau. Ja, wenn wir zwischen speichern können, jetzt immer, das ist die halbe Miete hier. So, die holen wir natürlich hier mit dem Prügel. Ach so, die backen wir unten fest. Naja, da sage ich doch nicht nein. Den treffe ich jetzt. Treffe ich den Köter? Nein! Oh. So. Das Ding schlägt wirklich nicht aus im Pegel hier mit der Taste durch. Spam mir, dass ich schieße. So, freut mein Herz. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, ich habe ja neue Tastatur. Ultra leise. So. Danach habe ich seit Ewigkeiten gesucht. Und ich stand die ganze Zeit bei uns im Laden rum. So. Das war jetzt der zweite und wenn ich jetzt hier nochmal diese blöde Wurzel hier ziehe, dann kommt ein dritter. Ja. Ne, Wurzel, ja genau. So. Könnt ihr euch nochmal hier unten festpacken? No, wäre würde mich freuen. So. Wir sind auf den Köter hier. Dann versuchen wir dort hier Mr. Featurette hier zu holen. Wo ist mein Mana hier? Na komm schon. Oh. Speichern wir erstmal zwischen das ganze Ding hier. So. Wie lange haben wir? 20, okay. Gut, ja. Na komm her, wow. Komm her, Fuffi.
Hm, da kriege ich wieder keinen Schaden hier. Da muss er ihn selbst aufs Dach kriegen. So. Problem gelöst. So. Jetzt haben wir dreimal dort an der Wurzel gezogen. Ja. Der vermisste Bruder. Jetzt bin ich ein paar Sekunden erwartet. Ich schon, ja, ja. So. Wir speichern das gleich mal ab hier. Guck mal hier. Zack, 41. Jo. Warte mal. Ja, nun? Ach, jetzt ist hier. Warte. Zu weit entfernt. Was kommt jetzt hier rausgeschissen? Was jetzt? Das denn? Ich legte die Samen auf die Mitte des Steinkreises. Plötzlich ging sie in Flammen auf und es gab ein seltsames Rauschen. Mal gespannt, was da kommt. Warte mal. Und nun? Und nun? Was soll ich jetzt machen? Okay. Ich habe keine Lust, hier ewig rumzurätseln. So. Ja, okay. So, warte, dreh dich um. Beleuchteter Baum. Dreh dich um und geh zum... Ja, ja. Ist ganz einfach, ihn zu töten. Seine Züge. Was brauchen wir? Was? Es ist ganz einfach, ihn zu töten. Ja, danke schön. Das lese ich jetzt. Er geht langsam, er wirft manchmal ein Erdbeben, manchmal ruft er drei Wölfe zu Hilfe. Was? Ach so, nee, das ist ja schon der nächste. Wir nehmen Samen von den Druiden und legen sie auf die Steine in der Mitte. Der fünfte Boss, ein Baumgolem, wird erscheinen. Das ist schon, ihn zu töten. Manchmal ruft er drei Wölfe zur Hilfe. Die Hauptschwierigkeit des Bosses besteht darin, dass er sehr dick ist und eine hohe Verteidigungsrate hat. Nachdem wir ihn getötet, ziehen wir weiter und sprechen mit Dings hier. So, wie weit geht das eigentlich noch hier? So. Naja, es scheint ja nicht mehr viel zu sein. Mehr Details. Ja. Nee, warte. Ihn zu töten. Ja, Baumgolem. Ich habe keinen Baumgolem gesehen. Ja, warte mal. Ist kein Baumgolem. Oder ist er hier oben irgendwo? Gucken mal. Was ist das denn schon wieder? Na, macht dann alle. Müssen wir natürlich auch erst warten, bis der uns angegriffen hat, oder was? Ort der verlorenen Seelen, ja, also, ich bin wirklich froh, wenn wir dieses Ding hier wirklich fertig haben, ehrlich. So. Boah, jetzt steht dort oben dieser verfluchte Bastard. So, wir speichern aber mal. Wir speichern das. 42 haben wir hier. Wir speichern das hier direkt mal ab. So. Könnt ihr mal erklären, was sowas immer soll? Ja, falscher Speicherplatz.
Junge, Junge, ihr habt doch echt den Schuss nicht gehört hier, wirklich. Nicht schon wieder. Das kann ja mal auch auf die Eier gehen. Dieses scheiß Regen von dem Renderer hier. Ausruhen, 10 Stunden. Ja, ich bin noch müde. Mach noch mal 6 Stunden. Ja, genau. Das machen wir natürlich, wenn der Endgegner, wenn der Gegner da oben schon wartet. So. Ja. Speichern wir natürlich ab, dass wir gepennt haben. So. So, wann darf ich den jetzt angreifen? Erst wenn der mich wieder den Berg 20 Mal runtergeschleudert hat hier. Hallo, Kuckuck. So, darf ich jetzt? Kann ich den vielleicht hier festpacken? Ich nehme nochmal die Klaue. Packt der dort? Das scheint festzupacken. Na, wann hat er wieder volle Power? Ja, das ist wieder das hier. Den haut's wieder zurück hier. Den schmeißt zurück. Na, hier bräuchte man wieder das freie Zielen am Ende. Was ist, habe ich Urizin hier noch drauf? Todeswelle. Na komm her, du Bastard. Ich weiß gar nicht, wie viel trinke ich überhaupt noch ab. Oder wenn wir gegen die Wand dort hinten, dass wir ballern können. Der hält sich doch garantiert wieder hoch, der Kerl. Da hinten. Dann kann ich die Hunde nicht klettern machen. Das kotzt mich so an bei den Gegnern. Das kotzt mich so an. Aber können wir hier mit typischer Gothic-Logik hier Holz, Feuer, Feuer verbrennt Holz? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht daran. So. Ach, Leute. Wenn wir hier eine Armee der Finsternis spawnen könnten, wenigstens. So. Wir nehmen die Klaue. Ne, wir nehmen. Was schmeißen wir raus? Wir nehmen, was schmeißen wir das raus? Aber wie gesagt, das Ding hat ja unterirdischen Schaden hier. 500 Min Maximum. Naja, gut, großer Feuerball. Den kann ich aufladen. Das Problem, wir müssen ja erstmal wieder warten. Oder mal speichern das mal ab, dass wir uns den Feuerball hier ausgerüstet haben. So. Wir müssen ja erst wieder warten, bis der Aggro auf uns hört. Ansonsten fallen wir gleich tot um. So.
natürlich. Natürlich wieder vollen Char, volle Power. Warum mache ich das hier? Ist recht einfach, ja. Wenn diese Mistgurken immer wieder volle Power haben. Und greift man die dann weiter an, ist man tot. Weil man die erst wieder aggro machen muss. Kriegt er mich hier oben? Natürlich am besten direkt vor ihn stellen, damit er schön schlagkräftig zuhauen kann und mich hier überhaupt nicht so zugekommen lassen kann. Also ich habe diese Marotten von Returning so satt. Steht's bis hier ehrlich? Solche Sachen. Was wollte ich jetzt machen? So. Jetzt haut er mich erst dreimal weg hier, pass auf. Ja! Komm, da kann ich auch neu laden. Der hat sowieso wieder volle Power da oben. Können wir das so machen, dass wir hier Richtung Felsen stehen, dass der uns nirgendwo hinschleudern kann? So. Jetzt sind wir natürlich gleich wieder aus dem Kampfradius raus. Ihr kotzt mich an.
Und dann erstmal wieder ein bisschen näher kommen. Nicht, dass wir ihn hier aus dem Radius rausschieben. So, wenn er die Köder spawnt. Jetzt mal, ich speichere das mal zwischen, keine Ahnung, ob der hier wieder so Wellen hat. So, wir machen den gleichen Trick wie gerade eben, das hat ja ganz gut funktioniert. Ja, nein! Das aber mal zwischen. Wir sind eigentlich von der Zeit durch für heute. Aber ich weiß nicht, ob da wieder, das ist wie bei dem Schläfertempel unten, ob der hier irgendwann mal aufhört damit. Manchmal tut es, das schmeckt mir überhaupt nicht.
auch nicht, ob die waren, die Köder da sind. Da liegt er ja so da. Ob wir... Zauber raus, nimm den Zauber raus, komm gegen die Wand hier. Nein. Sauf, sauf. Zum Speichern. Wir speichern das einfach mal zwischen. Ja, geht das durch? Nein, hör doch mal auf, jedes Mal vorzurennen, Mann! Scheiße, Mann! Greift mir jetzt allein die Köder an? Ja. Vielen Dank dafür. Wirklich, vielen Dank. Lass mich raten, wieder volle Power hier, eh? So, wo ist der Kerl? Nee. Was sehen wir hier? Er scheint ja wirklich die Power verloren zu haben, die er verloren hat. Deswegen würde ich versuchen, das mal anzunehmen. Lauf doch mal den Kreis! Das ist das, was ich immer sage. Die dürfen dir irgendwelche Scheiße spawnen, aber ich darf das nicht mit meinen Zaubern. Ich habe eine Idee. Pass auf. Dazu müssten wir den erstmal hier ein bisschen runter. Ja.
Willst zwischen saufen fix was? Komm, mach den sauber! Mach den sauber! Ich wollte mir gerade einen Feuerregen zurechtlegen. Wo ist sie? Ich weiß nicht, ob ich das mache. So. Okay, das Ding hätten wir auf jeden Fall. So, das ist ein bisschen länger geworden. Ich wollte den Kampf aber auf jeden Fall beenden. So. Ja, was haben wir hier? Buchenholzstange. So. Okay, wie gesagt, das soll's aber für heute auch gewesen sein. Oh. Wie gesagt, ich finde das trotzdem immer erstaunlich, dass dann irgendwann doch der Punkt kommt, an dem man es wirklich schafft. So. Wirklich. Ja, das ist wirklich erstaunlich selber, wirklich. So, Zombiefleisch. Ja, was wollen wir mit Zombiefleisch? Ja, was steht dort? Was ist das denn? Ist das unser Kollege hier? Steht der dort rum? Oh, na okay. Nee, wir würden hier jetzt nicht großartig weitermachen. So, ich würde gerade den Ring der Geschwindigkeit einschalten. Wozu denn? So, nee, okay. Gut, da würden wir mit Blick auf unsere nutzlosen Kameraden hier. Wie gesagt, Schicht im Schacht machen. Gut. Damit hoffe ich das ganze Ding auch, wenn ich hier wieder ein bisschen ausfällig geworden bin. Das ist ja aber schon Standard bei mir hier bei Returning. Das Ding fuckt mich manchmal richtig ab. So soll es wahrscheinlich auch. Ist wahrscheinlich auch Absicht. So, bestimmt sogar. So, deswegen hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. So gut, vielleicht sogar, dass mir hier einen Daumen nach oben gibt. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen. Besucht mich gerne mal bei Twitch.tv. Dankeschön. Ciao.